Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich die Brigitte Box für euch vom Monat Juli. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja meine Lieben, die Brigitte Box nochmal bei mir eingetroffen. Ich habe sie jetzt eigentlich gekündigt, aber natürlich wahrscheinlich zu spät, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich war eher am Überlegen, sie eventuell doch ins Abo zu nehmen, aber ich glaube, ich kaufe sie mir immer nur spontan. Auch meine Nase juckt. Wahrscheinlich, also kann man ja auch so abonnieren, finde ich übrigens immer toll, wenn man das kann. Ja, finde ich klasse, deshalb bin ich am Überlegen, sie entweder nur spontan dann zu holen oder halt dann, ja, vielleicht doch ins Abo zu nehmen. Eventuell auch mal eine Foodbox oder so. Mal sehen, ich kenne die Sachen, kaufe mir halt immer spontan und diesmal ist sie gekommen in einem tollen gelben Design und da schauen wir jetzt mal rein, was hier drin ist. Im Karton, neben der Box, war hier noch ein alkoholfreies Getränk und zwar Original Vinade Weiß, alkoholfreie Erfrischung aus Wein. Okay, Vino heißt das Ganze. Also ich trinke keinen alkoholfreien Wein, ich trinke auch keinen Wein. Von daher, ja, wird das wahrscheinlich mal weiter wandern, aber da gibt es ja bestimmt jemand, der Wein trinkt. Ne? Ich kenne ja genug Leute. Ja, dann waren hier noch so Proben drin, beziehungsweise Proben, sage ich schon. Werbung von Jungglück, hoppala, und hier einmal noch von HelloFresh, ein Gutschein, aber den brauche ich jetzt nicht. So, dann haben wir natürlich auch hier das Brigitte Magazin, So geht Erholung heute, ist die Ausgabe Nummer 15. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich glaube, es ist auch die aktuelle Ausgabe, oder? 5.7.23, genau. Ja, schauen wir mal kurz. Gibt es da was? Nö. Ja, das schaue ich mir zwischendurch einfach mal an. Ist auch immer mit dabei. Und dann, was kostet das Ganze? Habe ich jetzt schon gesagt. 3,90 Euro. Das muss man auch mit dem Wert mitberechnen. Und hier haben wir jetzt die Box. Die öffnen wir jetzt. Ich will gar nicht so lange hier rumreden. So, stellen wir jetzt mal hier hin. So sieht das Ganze immer aus, wenn man die Box aufmacht. Machen wir das mal ab. Dann haben wir hier den ersten Blick in die Box. Hier oben haben wir immer das Heft, wo drin steht, was für Produkte hier drin sind und wo noch was dazu beschrieben ist. Hier haben wir das erste Produkt von B-Skin. Keep Food Fresher and Longer, ein Bienenwachstuch, hält Lebensmittel länger frisch, europäische Alternative zur Plastikfolie. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das habe ich schon öfters gesehen, aber habe ich mir nie gekauft. 25 x 25 cm, ein Jahr Garantie sogar. Okay, abwaschbar und wiederverwendbar. Kenne ich selber noch nicht, bin ich mal gespannt. Das soll man erstmal wie eine Haut oder die Schale bei Obst und Gemüse schützen. Unsere B-Skins deine Lebensmittel vor Luft und Feuchtigkeit und lassen sie atmen. Die von uns verwendeten Inhaltsstoffe wirken auf natürliche Weise antibakteriell und halten Lebensmittel länger frisch. Okay. Umwickle eine Schale Beeren, unsere Lieblingsgröße für Käse, verpacke ein belegtes Brötchen. Okay, da steht es da hinten drauf. Ja gut, das werde ich mal ausprobieren. Finde ich interessant. Ist auch abwaschbar. Okay. Okay, was kostet sowas? Steht da was drin? Was kostet sowas? Steht da was drin? Das steht jetzt wieder irgendwo. Jetzt habe ich schon fast alles gesehen, was hier drin ist. Aber ist nicht schlimm. Steht das überhaupt hier drin? Ich glaube, dass das vielleicht auch ein Goodie ist. Kann natürlich sein. Weil, ah doch, nee, hier steht es drin. Genau, kostet ein Stück 5,90 Euro. Ist ein Bienenwachstuch in Größe M. So, genau. Kostet 5,90 Euro. Hoppla. Dann komme ich jetzt hier mal zum ersten Produkt. Ist mir auch gleich hier ins Auge gefallen. Und zwar von Rituals Cosmetics, Rituals of Namaste, Bakui Oil Natural Booster, ein Serum mit 20 Millilitern. Das finde ich ja mal sehr interessant. Kostet 19,90 Euro. Und Rituals, wir lieben alle Rituals, ne? Oder die meisten zumindest mal. Ja, so sieht das Ganze nämlich aus. Das muss ich auf jeden Fall probieren. Das muss ich jetzt mal dran riechen. Ja, riecht auch okay. Riecht jetzt nicht nach Rituals, aber riecht auch in Ordnung. Okay, finde ich auch sehr schön. Ist so aus Glas, ne? Tolles Design auch. Macht sich gut im Bad. Ja.
Bakuri Oil ist bekannt für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Die federleichte, ölbasierte Formulierung zieht schnell in die Haut ein. Bakuri Oil wird in vielen Anti-Aging-Produkten als extrem effektiver natürlicher Ersatz für Retinol verwendet, da es hilft, die Elastizität der Haut beizubehalten und die Zellerneuerung zu stimulieren. Dieses Produkt ist für alle Hauttypen geeignet. Ja, sehr schön. Bin ich mal gespannt. Probiere ich mal aus. Das muss ich ausprobieren. Dann haben wir hier von Happy Brush, da gibt es ja, glaube ich, so Zahnbürsten, ne? Sugar Free Super Fresh ein Zahnpflege-Kaugummi. Ja, auch nicht schlecht. Riecht man auch. Riecht nach frischer Minze, ist plastikfrei und vegan. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das ausprobiere. Das weiß ich noch nicht so genau. Steht denn hier was mit dabei? Zu dem Kaugummi. Die Seiten sind so dick, aber da steht jetzt, glaube ich, nichts. Doch, hier steht was. Super Fresh Gum. Nachhaltige Zahnpflege für unterwegs. Der Super Fresh Zahnpflege-Kaugummi mit natürlichem Minzgeschmack sorgt für einen frischen Kick, zuckerfrei und ohne Plastik. Er hilft, Plaquesäuren zu neutralisieren für rundum gepflegte Zähne. Eine Packung kostet 2,50 Euro. Ist auch ein stolzer Preis, ne? Aber okay, hat ja eine Wirkung. Muss ich mal ausprobieren. Ja, dann haben wir hier ein Produkt drin. Blätter ich gerade mal weiter. Und zwar von Trackle Moon Lemon Pleasure. Oh, das riecht aber gut. Duftprobe. Ich rieche nichts. Lemon Buttermilchduft. Das ist ja mal cool. Schade, dass ich keine Badewanne habe. Aber hier riecht man nichts. Nee, da oben ist immer eine Duftprobe, aber man riecht nichts. Nee, riecht man leider nicht. Aber jeder kennt Trackle Moon und diese Badedinger. Also finde ich richtig cool. Kann man ja theoretisch auch als Fußbad verwenden, ne? Aber, ja. Mal sehen, ob ich das als Fußbad verwende. Muss mal gucken. Was steht hier drin? Also, Lemon Pleasure Badeschaum. Zeit für mehr Lieblingstage. Lass dir ein Bad einlaufen und feiere die gute Laune mit dem cremig frischen Duft nach Limone und Buttermilch. Dieser Badeschaum trägt alle Sorgen auf Schaumwolken davon für alle, die es schaumig und duftig mögen. 80 Gramm, kostet 95 Cent, finde ich okay. Völlig in Ordnung für sowas und ja, finde ich gut. Ich mag ja Zitronenbuttermilchduft, also eigentlich. Also finde ich richtig toll. Passt ja auch zum Design der Box, ne, weil die ja auch gelb ist. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, finde ich schon mal gut. Dann habe ich hier noch was drin und zwar von Schäbens. Eine Vitamin C Tuchmaske. Ein Energy Booster lindert Fältchen bis zu 100% mehr Feuchtigkeit. Vitamin C, Vitamin B3 und Hyaluronsäure. Genau, fresh your up, fresh up, fresh your up, fresh up your skin. So, ich halte es mal so rum. Ein Geheimtipp für jugendliche Ausstrahlung und ebenmäßig frische und glatte Haut. Vitamin C, der Energy Booster unter den Vitaminen, fördert die Bildung von Kollagen, neutralisiert freie Radikale und verfeinert den Teint. Die Wirkstoffe der Tuchmaske werden schnell von der Haut aufgenommen und bringen sie sofort wieder zum Strahlen. Einfach auflegen und entspannen, kostet 2 Euro. Finde ich okay, also habe ich noch nie, glaube ich, noch nicht ausprobiert mit dem Vitamin C, weil Vitamin C, das muss man auch wissen, ist ja auch so ein bisschen aufhellend, auch wenn man zum Beispiel Pigmentflecken hat, kann das auch helfen, aber man muss natürlich danach einen Sonnenschutz auftragen, weil die Haut dadurch auch ein bisschen empfindlicher wird. Kann man ja auch abends benutzen, so eine Maske, wäre ja auch kein Problem, ne? Am nächsten Tag kriegt man ja dann wieder normal Sonnenschutz, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann haben wir hier was drin, das finde ich auch mega toll, und zwar von Kneipp Aromapflegedusche Lebensfreude in der Duftrichtung Zitrone. Das gefällt mir richtig gut, ich mag das so arg, ich mag das richtig gerne. Oh, dieser Zitronenduft, das riecht wirklich wie eine frisch ausgepresste Zitrone, wirklich. Also ich finde das richtig toll. 200 Milliliter sind hier drin. Gerade mal gucken, hier steht da bestimmt auch was drin. Ja, Aromapflegedusche Lebensfreude von Kneipp. Genieße die Schönheit des Lebens mit der belebenden
aktivierenden Kneipp-Aroma-Pflegedusche Lebensfreude. Der frische, säunige Duft der ätherischen Öle, der Lycea, Kubeba und Zitrone heben deine Stimmungslage nachweislich. Die Formel mit natürlichem pflegenden Öl schont und bewahrt das hauteigene Mikrobiom, sorgt für ein zartes und geschmeidiges Hautgefühl und bewahrt die Hautfeuchtigkeit bei Anwendung. Zudem verbessert die Dusche mit pflanzlicher Pflegeformel das Hautgefühl während und nach dem Duschen. Kostet 3,99 Euro. Sind 200 Milliliter drin, finde ich richtig toll. Passt auch wieder zum Design, weil es ja gelb ist, ne? Passt zur Sommerbox, finde ich richtig toll. Also ich muss echt überlegen, ob ich nicht die Box doch ins Abo nehme, ne? Also ich finde die richtig gut gerade. Muss ich jetzt sagen, die letzte Box war schon toll. Ja, und jetzt ist die auch noch toll. Oh, Leute, ich brauche die Box. Dreht sie ab. So, das nächste, was hier drin ist, ist von Rausch Weizenkeim-Nähr-Shampoo. Okay, gab es da zwei verschiedene Sachen? Shampoo. Ne, ist beides Shampoo. After Sun. Okay, der perfekte Sommerbegleiter. Repariert dein sonnenstrapaziertes Haar und stellt das Feuchtigkeitsgleichgewicht wieder her. Rückstände von Salz, Sand und Chlor werden sanft entfernt. Das Haar wird geschmeidig und glänzend. Sommerlich duftend mit wertvollen Extrakten aus Weizenkeime, Bio-Sonnenblumenblüten und Aloe Vera und Zinkkraut. Die Originalgröße sind 200 Milliliter, kosten 14,95 und hier sind anscheinend zweimal, zwei drauf, zweimal 40 Milliliter, kosten dann 6 Euro. Also finde ich gut, dann kann man das Ganze nämlich mal ausprobieren, ob einem das überhaupt gefällt. Und wenn es einem gefällt, hat man ja 40 ml, das ist doch auch okay, hat man 80 Milliliter, das ist ja schon mal viel, ne? Kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren und wenn es einem gefällt, kann man es nachkaufen. Finde ich gut, gerade die Größen finde ich auch toll, so zum Verreisen oder so ist es auch immer ganz gut, wenn man so Reisegrößen hat, ne? Ja, finde ich toll, gibt auch hier einen Rabattcode, gefällt mir schon mal. Dann kommen wir hier zum nächsten Produkt. Muss gerade gucken, und zwar hier von Skin Good Garden. Habe ich schon mal von gehört, aber noch nie was ausprobiert. Glow Skin Seeds. Sonnenblumenkerne und Vitamin C und Dunaliela-Alge. Okay, ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 60 Kapseln für 60 Tage. Bringt deine Haut zum Strahlen. Das Nahrungsergänzungsmittel mit Sonnenblumenkerne, Vitamin C und Dunaliela oder so. Alge fördert ein ebenmäßiges, frisches Hautbild für einen natürlichen Glow. Es kann zudem helfen, dunkle Hautflecken und Rötungen zu mindern und stimuliert die Mikrozirkulation und Nährstoffversorgung der Haut. 60 Kapseln kosten 34,90 Euro. Okay, davon habe ich schon öfters mal was gehört, aber habe ich nie benutzt. Zeig euch das mal, wie das aussieht. Also, generell zu Nahrungsergänzungsmitteln ist zu sagen, bitte geht vorher zum Arzt, lasst es erstmal checken, ob euch überhaupt was fehlt. Ja? Dann kann man, wenn einem das fehlt, kann man den Arzt fragen, ob man das einnehmen darf. Ne? Ist auf jeden Fall immer besser oder einnehmen soll, weil, ist immer besser. Weil wenn einem nichts fehlt und man hat ausreichend Vitamine und das Ganze, dann nimmst du es ein und dann bringt es dir nichts. Deswegen am besten immer nachfragen. Finde es aber ein tolles Produkt. Kann man ja mal ausprobieren. Und ja, finde ich gut. Ist auch vegan, wie gesagt. Aber geht bitte vorher zum Arzt und lasst es mal abchecken. Ne? Hat man nämlich auch schon Blut nehmen lassen. Dann habe ich hier was drin. Und zwar von Cetaphil Optimal Hydration 10 ml. Ich denke mal, dass das so eine Pflegecreme ist. Ne? Vielleicht eine Probe. Steht hier was dabei? Weiß ich gerade gar nicht. Nö, steht nichts dabei. Also hier steht nichts dabei, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das eine Tagescreme, genau, dass das eine Probe ist, finde ich auch schön. Hatten wir jetzt auch schon öfters, kann man auf jeden Fall ausprobieren, reicht ja für ein paar Anwendungen. Ne? Ja, dann haben wir hier auch noch zwei Kracher-Produkte, was ich richtig gut finde. Ich fange mal mit dem hier an, und zwar von B-Oil eine Bodylotion, einfach mal in Full Size. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. 250 ml, 19,95 Euro.
Ist die Haut trocken und schuppig, fehlt es ihr an Feuchtigkeit. In der Folge gibt die Feuchtigkeitsbarriere der Haut zu viel Wasser nach außen ab und trocknet aus. Deshalb ist intensive und langanhaltende Feuchtigkeitspflege für unsere Haut besonders wichtig. Die Bodylotion verleiht der Haut ein gesundes und spürbares, geschmeidiges Erscheinungsbild und versorgt sie den ganzen Tag intensiv mit Feuchtigkeit. Die Haut fühlt sich angenehm gepflegt an, auch für empfindliche Hauttypen bestens geeignet. 250 ml, 19,95 Euro. Also da kann man doch nichts sagen. Also das muss ich, das ist doch super. Vor der Anwendung schütteln steht hier drauf. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Ist Plastik, sieht so aus. Finde ich toll. Finde ich einfach toll. Muss ich sagen. Also ich lasse mal noch zu, aber finde ich richtig gut. Die Marke kenne ich nämlich nur so vom Hörensagen und wollte schon immer mal ausprobieren. Jetzt kann ich es ausprobieren. Also finde ich richtig klasse. Und jetzt kommt noch der Oberkracher. Wir sind aber auch noch nicht fertig und kommt gleich noch was. Und zwar ein Hautpflegeöl. 60 Milliliter. Auch von B-Oil. Kostet 11,95 Euro. Durch seine spezielle Formel und dem Zusatz von Purzellinöl kann deine Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen dieses Pflegeöls leicht aufnehmen. Dabei ist es weniger dickflüssig als herkömmliche Pflegeöle und zieht leichter ein. Zusätzlich wird das Erscheinungsbild von trockener und reifer Haut sowie Dehnungsstreifen, Narben und unregelmäßigen Hauttönungen verbessert. Okay, das ist auch nicht schlecht. Kann man auch auf Narben machen, das finde ich gut. Und Dehnungsstreifen finde ich auch gut. Weil nach der Schwangerschaft sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ne? Jede Mami weiß es. So sieht das Ganze aus, finde ich auch toll. Also das muss ich mal ausprobieren. Finde ich richtig gut. 11,95 Euro finde ich auch gut. Also toll. Tolles Set, dann kann man da ja mal sich's gut gehen lassen. Jetzt haben wir noch ein Produkt drin und zwar ist das hier von Viral, wie heißt denn das? Kann man das hier mal sehen? Filtral, okay, eine Cat Eye Sonnenbrille kostet 14,99 Euro. Vintage Design trifft auf lässige Eleganz. Die Cat Eye Sonnenbrille verspürt durch ihre geschwungene Form coolen Retro-Charme. Der sanfte Nude-Ton geschmeichelt jedem Teint und goldverspiegelt Gläser mit 100% UV-Schutz geben dem Modell den letzten Schliff. Einmal angezogen wird die Sonnenbrille garantiert ein neues Lieblingsstück für den Sommer. Ja, finde ich sehr schön. Leider brauche ich Sonnenbrille mit Stärke. Ne? Hier ist auch nochmal Werbung dafür drin. So sieht das Ganze aus. Also an sich finde ich sie sehr schön. Ist auch mit diesen großen Gläsern, ne? Ist jetzt auch gerade, glaube ich, voll modern. Aber leider, ich kann es ja mal anprobieren. Könnte ich jetzt eigentlich aber auch so drüber ziehen. Das wäre ja mal cool, weil die ist ja schon sehr groß. Wenn ich jetzt meine Brille anhab. Also Leute, das finde ich jetzt gerade voll gut. Ich kann die anziehen, ziehe ich halt über die Brille drüber, ist schon egal. Das macht ja nichts, das wäre ja egal. Ne? Aber die ist zumindest mal groß. Ich habe ja auch eine mit Stärke, aber da muss ich nicht immer, wenn ich dann gucken will, mache ich einfach so. Aber das wäre ja mal eine coole Idee. Das finde ich jetzt toll. Jetzt habe ich endlich mal eine Sonnenbrille, die ich auch mal als Brillenträger tragen kann. Ne? Dann zieht man sie einfach drüber. Ich habe hier keine Kontaktlinsen. Also das finde ich jetzt gerade richtig toll. Das kann ich auch wirklich alles aus der Box benutzen. Also Leute, das war die Brigitte Box. Ich finde die richtig toll. Ich bin sowas von begeistert. Also der Knaller, muss ich wirklich sagen. Falls ihr die Box noch wollt, kauft sie euch. Also ich finde die richtig gut. Ja, wir können ja mal den Gesamtwert ausrechnen. Muss ich jetzt halt ausrechnen, müsste halt mal kurz warten. Dann rechne ich das schnell aus und dann sind wir gleich wieder da. So, ich bin natürlich schneller wieder da, ne? Also wir haben hier einen Gesamtwert von 145,87 €. Ne? Warte mal, seht ihr das? Weiß ich gerade nicht. Nee, also 145,87 €. Und die Box kostet
soweit ich jetzt weiß, ich glaube im flexiblen Abo 29,95. Ich gucke jetzt aber nochmal, dass ich jetzt nicht was Falsches sage. Aber für Neukunden gibt es auch aktuell einen Rabatt. Genau, da bekommt ihr sie nämlich für 19,95. Ansonsten kostet sie 29,95. Genau, es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Halbjahresabo zu machen. Das sind dann 3 Boxen, weil die kommt ja nicht immer, die kommt ja nur, ich glaube, alle 2 Monate. Dann könnt ihr einfach mal auf der Seite schauen. Es gibt auch ein Jahresabo mit 6 Boxen. Ne? Also da könnt ihr mal schauen, da kann man dann natürlich auch was sparen. Also ich bin mega begeistert. Ich hoffe, dass die nächste Box auch gut ist. Dann werde ich mir die wieder abonnieren. Also ich bin momentan ein richtiger Fan von der Brigitte Box und finde die gerade richtig toll. Schreibt mir gerne mal, wie ihr die Box findet, ob ihr die auch im Abo habt, was euer Highlight-Produkt aus der Box ist. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich einmal kostenlos abonniert und auch gerne auf Instagram folgt. Link dazu ist in der Infobox. Da heiße ich genauso wie hier Sevas with Beauty. Gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.